Ihr könnt immer gerne so ein Like droppen, wenn ihr mehr HG wollt. Ich weiß ja nicht, ob das so bei euch gut bei euch ankommt, da ich eher eine Kurs. Cracky. So Leute, und damit willkommen zur ersten Runde HG auf meinem Kanal. So, und als Kit nehme ich einfach mal das Ninja-Kit. Habe ich eigentlich eh schon ausgewählt, aber ich wähle es nochmal aus. So, dann geht die Runde auch los. Ich könnte mir jetzt auch Kaktusse holen für Suppen, aber darauf habe ich jetzt keinen Bock. Deshalb laufe ich ein bisschen weg und hole mir halt Pilze und so. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das so cutte, aber ich denke mal so auch so wie Kurski halt so ein bisschen schnell cutten halt immer so was spannend ist und wo ich halt was anspreche, natürlich. So, erstmal Steinschwert gönnen. Aber die Pilze und Suppen sollten reichen, wenn nicht, dann habe ich dann Pech gehabt und dann holen wir uns, glaube ich, den ersten da vorne schon mal. So, da ist der erste Gegner. Wir gehen einfach mal mit ihm rein. Ich denke, wir können ihn eigentlich tanken und ich hoffe nicht, dass er Poseidon ist. Jetzt sind wir nämlich tot. So, wir backsteppen ihn wieder und dann sollten wir ihn jetzt eigentlich holen, wenn wir ihn in der Combo bekommen. So, da haben wir ihn. Nice. Ich merke gerade, dass ich meine GUI nicht auf automatisch habe. Das machen wir erstmal. Kann ich nämlich besser supen. So, dann rennen wir auch zum nächsten Gegner. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein, hoffentlich. Ihr könnt immer gerne so ein Like droppen, wenn ihr mehr HG wollt. Ich weiß ja nicht, ob das so gut bei euch ankommt, da ich eher eine Kurski-Community habe. Aber mal schauen, wie das so ankommt. Und der hat den Dierschwert, was? Okay, lol, wir haben jetzt ein Dierschwert, nice. Er hat auch ein Flamebuch, aber das werfen wir jetzt einfach weg, weil das brauchen wir nicht. Ich spiele nämlich nicht mit Bogen in HG. Aber wir haben jetzt ein Dierschwert, das heißt, wir können die Leute eigentlich easy droppen. Es waren jetzt auch nicht so viele Runde in der Leute, ja Mann. Es waren jetzt auch nicht so viele Leute in der Runde, aber ich wollte jetzt unbedingt wieder früh so HG aufnehmen. Da ich jetzt schon wieder länger wieder kein Video gemacht habe, es tut mir auch leid. Die Leute sollten wir uns eigentlich holen können. So, wir gönnen uns den Typen jetzt. Wir haben einen Dierschwert, das sollte kein Problem für uns sein. Weil ein Dierschwert zu tanken ist schon, ja, das ist nicht so einfach. Der Typ läuft die ganze Zeit zum Stomper-Turm hin, das nervt ein bisschen. Aber jetzt sollten wir ihn bekommen eigentlich, der tankt das safe nicht. So, dann haben wir ihn. Die Runde läuft eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ihr wollt auch mehr HG-Serien, denn das würde mich halt mega freuen, wenn ihr so ein Like droppen würdet. Und der stormt jetzt leider. Das ist ein bisschen ärgerlich, da die Runde ein bisschen versaut, aber da ist Mars, den sollten wir eigentlich holen können. Der weiß nicht, dass wir einen Dierschwert haben und deshalb fight ich ihn jetzt. So, dann haben wir ihn. So, dann haben wir den auch. Dann lebt noch ein Gegner. Die Runde ging ziemlich schnell, aber es passt ja. So, wir müssen uns jetzt leider hochbauen, da der Typ nicht runterkommen will. Aber mal schauen, wie wir den töten können. Wir sind der Ninja. So, wenn er jetzt runterjumpen würde, er würde mich easy holen können. Aber ich kann nichts anderes probieren, weil der Typ will nicht runterkommen. So, das heißt, wir müssen das riskieren. Ich weiß nicht, was sein Ziel ist, aber ich denke mal, er will mich runterschmeißen. So, er ist vorher noch gestorben, wegen Ninja jetzt. So Leute, dann würde ich sagen, wenn euch die Runde HG gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute. Ciao.